Er hat sich offenbar da nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und das ist dann wohl der Untergang von Genf Servette. Das wäre seine Devise, Lino Sommark, aber nicht, wenn der Teamkollege sich dann eine Strafe einhandelt. Und damit bleibt es wohl auch im dritten Spiel dabei. Der EV Zug, auch die diszipliniertere Mannschaft. Eric Fehr schon vorgestern auf der Strafbank, unnötigerweise. Und jetzt hier also 5 Minuten vor dem Ende sitzt hier noch eine 2-Minuten-Strafe ab. Mancini. Und Abdelkader. Verzweiflung macht sich natürlich breit bei den Westschweizern. In der Viertelfinalserie gegen Fribourg-Oteron durchschnittlich noch über 4 Tore pro Spiel. In der Halbfinalserie gegen die ZSC Lions waren es dann über 3. Und jetzt hier in 3 Finalspielen lediglich 2 Tore insgesamt für Genf Servette. Definitiv zu wenig, und 2 Tore braucht man jetzt innerhalb von 4 Minuten. Aber hier Karl Klingberg mit der Chance zum 4:1. Karre. Omark gegen Diaz. Ja, Diaz. Klingberg, Hoffmann, Geisser, Diaz, Tobias Geisser, Kovac. Können die Zuger den Genfern die letzte Hoffnung rauben hier? Mit einem Powerplay-Tor, Karl Klingberg, Kovac, Geisser. Diaz. Na, Klingberg, Geisser. Jetzt aber läuft die Strafe ab gegen Fehr. Scheibe nach vor dem Tor. Das ist die Entscheidung. Yannick Lennart Albrecht mit dem 4:1. Drei Minuten, 3 Sekunden vor dem Ende wird das den Zuger nicht mehr zu nehmen sein. Auch Albrecht mit seinem Abschiedsgeschenk. Unmittelbar nach Ablauf der Strafe gegen Eric Fehr. Und Fehr arbeitet daran, dass er gleich wieder rauswandert. Während wir hier den Treffer sehen, Yannick Lennart Albrecht. Vorher noch die Lippe zugetackert, jetzt tackert er hier den 2. Meistertitel zu, der EV Zug. Denn das werden die Genfer hier nicht mehr reißen. Aufreißen. Und davon gibt es immer 2, diesen goldenen Pucks. Also nicht so, dass hier die Liga etwas voreilig wäre. Und
und glücklich natürlich auch die 30, die hier im dritten Drittel dazugekommen sind. Aus Sicht der Zuger, die da drei Tore erlebt haben jetzt. Und er kann jetzt auch nichts mehr ausrichten. Genfer versuchen es noch mit 6 Feldspielern. Genfer 3:0 haben sie die ZSC Lions im Halbfinale bezwungen. Und jetzt werden sie ausgesweept quasi im Finale vom Qualifikationssieger, vom EV Zug. Temenes. Und Fehr wird da noch zur Silbermedaille beglückwünscht. Vor dem Tor von Cenoni. Leonardo Cenoni, kurz also vor seinem 6. Triumph. Tanner Richards. Dann Jacquemet. Eric Fehr. Nomark tanzt sich da ins Offside. Auch seine Zauberkiste ist verschlossen geblieben. Auch wenn er natürlich nur 2 Einsatzmöglichkeiten hatte. Ja, Cenoni und Hoffmann. Beide verpflichtet auf die letzte Saison hin, um den Titel zu holen. Und sie haben beide gleich einmal abgeliefert. Stadler. Und Semenes. Jetzt geht Monsanto noch einmal raus. Omar. Albrecht. Semenes. Noch einmal Verkehr hier vor Cenoni. Der hat jetzt keinen Stock mehr zur Verfügung. Klingberg. Diese Scheibe weg. Inzwischen kann er sich sein Werkzeug selber sogar greifen. Und jetzt läuten wir hier die letzte Minute dieser Saison ein. Eine spezielle Saison. Linus Omark noch einmal. Dann Kovac, Jacquemet und hier noch der Schlusspunkt. Und es gibt hier das technische Tor für Dario Simeon. 5:1 für den EV Zug. In den letzten 2 Minuten, wenn der Gegner den Torhüter rausnimmt und eine klare Tormöglichkeit vereitelt wird, ist das dann ein automatischer Treffer hier, also 5:1. Dario Simeon, der Letzte, der an der Scheibe ist.
Ja, und Moy will da noch ein Souvenir. Aber ich glaube, Hoffmann meint, zuerst signiere ich dann den Stock noch, bevor ich ihn dir gebe. Und es ist vollbracht. Dan Tangnes. Doug Mason hat es nicht geschafft, Doug Shedden hat es nicht geschafft, auch Harold Kreis nicht, zumindest nicht mit dem EV-Zug. Aber Dan Tangnes holt den zweiten Titel mit diesem Team hier nach Zug. Jetzt noch die Kür. Karl Klingberg. Und Völmin. Und Sato. Und ich sag mal so. Zug will seit 23 Jahren eine Party. Hier hat Zug seine Party, Schweizer Meister 2021. In 10 Siegen zum Titel und im Finale auf dem schnellsten Wege. Rafael Diaz in seiner letzten Saison mit seiner letzten Chance bei seinem Stammverein schafft er es. Was für eine Geschichte, wie schon vor 3 Jahren mit Matthias Seeger bei den ZSC Lions. Ob schon uns Rafael Diaz in der Liga noch erhalten bleibt. Langes, langes Warten auf der einen Seite, lange Gesicht auf der anderen jetzt. Natürlich und Genoni, the wall. Andrea Lattalo war sich auch nicht einfach als Zuschauer hier dann mitzufiebern beim großen Triumph. Das beste Team hat dem heißesten Team in den Playoffs den Meister gezeigt hier und die Zugaben bewiesen jetzt in dieser Saison, dass sie dann definitiv aus den letzten Finalteilnahmen gelernt haben. Haben das Team punktuell verstärkt. Danke, ihr gleich der Heimblender von Gregory Hoffmann. Natürlich einer der wichtigen Eckpfeiler. Aber eben alle haben hier ihren Anteil. Und hier 50 Zuschauer, die hier drinnen das Privileg haben, mitzufeiern. Aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft sich dann auch noch den Fans draußen präsentieren wird. Ich denke auch, die werden auch noch ein bisschen warten können, wenn man schon 23 Jahre gewartet hat. Kommt jetzt auch nicht mehr auf 23 Minuten, wenn überhaupt. Daniel Manzato, es bleibt dabei, eine Playoff-Serie konnte er gewinnen oder kann er gewinnen. Hier hat es dann nicht mehr gereicht mit seinem Team. Und Arnaud Jacquemet muss sich zum dritten Mal gegen Leonardo Genoni in einem Playoff-Finale auch geschlagen geben. Sicher auch bitter und ich höre, dass Gabriel Gasser die erste Stimme hier einfangen kann.
Gregory Hoffmann, Game-Winning-Goal heute. Was ist dir beim Goal durch den Kopf gegangen? Auf die zweite Goal, oder was? Ja, ich sehe einfach den Puck raus und ich glaube, ist der Schock mehr. Ich war schon lange auf Eis, ein bisschen müde und ich komme gerade von der Bank und ja. Und ich denke, ja, ist meine Chance. Zweiter Meistertitel für euch persönlich und nachher als Abschiedsgeschenk für nach zu Columbus gehen. Wie fühlt sich das an? Unglaublich. Was für eine Truppe, was für eine Saison. Was für ein Team, wirklich. Junge, alte Spieler, Coaching-Staff. Ja, ich habe unterschrieben in Zug zum Holen den Pokal. Und leider haben wir keine Chance gehabt, um das zu schaffen. Letztes Jahr mit der Pandemie kein Playoff. Und haben wir dieses Jahr alles gemacht für das. Und unglaublich. Herr Hoffmann, merci vielmals. Merci. Ja, Arnold Jacquemin sei vielleicht ein bisschen müde gewesen auf dem Eis. Ich denke, Gregory Hoffmann wird dann übermorgen müde sein. Denn das wird hier sicher ausgelassen gefeiert. Und er hat ja auch angesprochen, dass es in der letzten Saison leider aufgrund der Pandemie nicht geklappt hat. Wir dürfen dankbar sein, auch dass es dieses Jahr trotz Pandemie geklappt hat. Wir haben die Meisterschaft beenden können. Klar, immer wieder Quarantänefälle, aber ich glaube, es ist mit fairen Mitteln, auch wenn am Ende nicht alle gleich viele Qualifikationsspiele hatten, dennoch über die Bühne gegangen. Und wir sind sogar eine Woche früher fertig. Patrick Fischer wird es vermutlich freuen, als ursprünglich geplant. Früher sind wir fertig, weil es Genf Servette nicht geschafft hat. Auch hier, nach dem 1:1 Ausgleich, erstmals in einem Spiel in dieser Serie in Führung zu gehen. Wieder hatten der EV-Zug eine Antwort bereit. Das hat sich durchs Band durchgezogen in diesen Playoffs und deshalb auch absolut verdient steht hier EV-Zug auf dieser Trophäe, auf dem Twin Skate und auf dem goldenen Puck, der hier als Zeremonie dann in den Zylinder reingeworfen wird. Hier der die Torschützen also dieser Partie und ein weiterer, der den Club verlässt, der steht jetzt auch bei Gabriel Gasser, Yannick Lennart Albrecht. Yannick Lennart Albrecht, das perfekte Abschiedsgeschenk für euch, das ist der neue Trophäe, das geht ja euch gerade vor. Ja, ich glaube, ich bin unendlich glücklich. Es ist ja, perfekter Abschluss für alle, die den Club verlangt mit dem Raffi, dem Santi und Vera, immer alles. Es war eine unglaubliche Teamleistung wieder. Genf hat das Leben extrem schwer gemacht und ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Und doch hat es am Schluss mit einem Sweep irgendwie so einfach ausgesehen. Was macht die Truppe so gut, dass sie immer eine Antwort findet? Ich glaube, wir haben immer gewusst, was für Potenzial das in der Mannschaft ist. Wir haben immer an uns geglaubt, wir haben nie aufgegeben, bei Rückschlägen sind wir immer wieder aufgestanden. Wir haben probiert, alles, was von uns hinaus kam, Medien etc., von wegen Druck, haben wir probiert, uns zu blenden und dieses Ding einfach durchzuziehen. Und das haben wir gemacht. Merci mal, Janik. Ja, welche Emotionen hier auf dem Eis. Und selbst Leonardo Genoni beweist hier, auch beim sechsten Mal macht es immer noch gleich viel Spaß. Also, meistermüde wird man definitiv nie. Denis Boucher, Liga-Direktor, der jetzt also den Puck dann versenken wird im Twin Skate. Auf der Seite ist, ich finde den Pokal gar nicht so hässlich, den Twin Skate, aber ich weiß, da scheiden sich die Geister. Der Zugang wird es egal sein. Hauptsache, die Trophäe ist hier. Marco Maurer,
Seite auch nur Zuschauer, der Verteidiger, der hier noch der Gegend wohnt. Und hier gibt es sogar eine Replika. Gregory Hoffmann, er, der ja, zuletzt mit Lugano 2016 und 2018 den Titel nicht holen konnte. Heute hat es geklappt und jetzt hören wir noch kurz bei Leonardo Cennoni rein, bitte. Leonardo Cennoni, der in meinem Interview gesagt, das Verrückteste, was euch im Leben passiert ist, was er gemacht hat, ist aus dem Flugzeug rausgekommen. Ist das noch verrückter? Ja, also ich freue mich. Ich freue mich extrem. Es ist ein gutes Feeling, wirklich. Ich habe gesehen, wie viel es da wirklich an einem Ziel schaffen dann und am Schluss geht es. Ich glaube, das ist schon etwas, was sehr, sehr glücklich gemacht hat. In dieser Finalserie ist geschrieben worden vom G-Faktor, der Cennoni-Faktor. Was hat das ausgemacht in dieser Finalserie? Ich muss sagen, die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt. Und sie haben mir das Leben sehr, sehr leicht gemacht. Sie haben Schüsse blockiert. Sie haben unglaublich gut gespielt, defensiv auch. Und dann so wenig zugelassen. Und eigentlich so haben wir auch wenig Goal draufgeheizt. Heute haben wir viel geschossen, aber die Rämmer so. Ich habe gesehen, etwas, was nach zuletzt zu Tränen gerührt hat, ist oder auf einem Lego-Stein von ihm Sohn gestanden. Ist es das heute etwas, der 6. Meistertitel, der noch zu Tränen rührt? Oder wie reagiert Leonardo Cennoni? Ja, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Ich werde sicher mal anhocken und realisieren, was da passiert ist. Dann sicher. Es ist unglaublich. Ich bin da angekommen und habe ein Ziel gehabt. Und dass es im zweiten Jahr geklappt hat, das bleibt mir nicht anders übrig, als es extrem den Spielern zu danken, der ganzen Mannschaft, dem ganzen Staff, der das möglich gemacht hat. Merci mal, Lennart. Danke vielmals. Ja, vor 2 Jahren wurde in Bern, da kann ich mich erinnern, noch gefragt, wie es gewesen sei, zum letzten Mal den Meistertitel zu holen. Natürlich ein bisschen sehr ironisch. Und jetzt also gleich wieder eine Cennoni-Antwort in diesem ersten Mal, in dem es überhaupt möglich ist, da eben der letzten Saison nicht. So, und hier haben wir den Swiss Eishockey-Verwaltungsratspräsident Michael Rindlisbacher, der allerdings die Medaillen nicht selber den Spielern überreicht. Das ist dann eben auch jetzt eine Folge der aktuellen Maßnahmen. Pandemiebedingt muss sich quasi jeder die Silbermedaille selber nehmen, aber ich denke mal, keiner wird sie sich um den Hals hängen. Noah Rott, einer von nur 2 Torschützen in dieser Finalserie der Genfer, und das sagt dann natürlich auch vieles aus, auch wenn es wenig Tore gab überhaupt in dieser Serie. Alles in allem, aber das darf man auch sagen, eine faire Affische in diesen 3 Partien. Klar gab es diese 2 Aktionen vorgestern in Genf, aber auch jetzt hier läuft ja alles fair vonstatten. Ja, Jan Cattieu zu kurz gesehen, der 2013 auch seine Spielerkarriere mit einer Finalniederlage beenden musste, damals noch für Fribourg-Gotteron. Und stand auch schon bei den Genfern 2008 und 2010 bei den Finalniederlagen im Kader. Patrick Aymon, Meistertrainer der Elite-Junioren, zweifacher hierbei seiner ersten Möglichkeit gleich bis ins Finale gestürmt, aber Genf Servette wartet also weiterhin auf den ersten Meistertitel. Auch nach 3 Finalniederlagen insgesamt. Oder Finalteilnahmen insgesamt. Denek Tömenes heute zwar gepunktet, aber dann erstmals hat sein Team eben doch verloren in den Playoffs, wenn das der Fall war. Auf der Verliererseite Joel Vermin, der steht jetzt bei Gabriel Gasser. Joel Vermin, ein 0-3 Sweep in der Finalserie, der doch so eng ist, könnt ihr die Niederlage schon in Wort fassen? Ja, schon heimlich bitter. Ich meine, der Final, wo nie am kürzeren Ende sind. Ja, ist bitter im Moment, aber ich glaube, wir können gleich sagen, wir haben alles Menschenmögliche gemacht.
glaube, jeder hat das gemacht, was in seiner Macht ist gestanden. Und ich glaube, im Endeffekt müssen wir auch ihnen gratulieren. Sie haben es wahnsinnig gut gespielt. Ich glaube, wir haben nie wirklich ein Rezept gefunden. Auch wenn wir wieder zurückkommen, ein Goal geschossen haben, haben sie immer gerade wieder eine Antwort gefunden. Und ja, sie haben uns wirklich das Leben so schwierig wie möglich gemacht. Jetzt natürlich noch ein bisschen schwierig, direkt nach der Finalniederlage. Aber gibt es denn irgendeinen Moment, wo man stolz sein auf die Genfer Saison, die doch außerordentlich war? Ja, sicher. Ich meine, das wissen wir schon jetzt, dass wir wirklich etwas super, super cooles geleistet haben. Aber ja, klar, wir haben gleich verloren. Von dem her ist es im Moment sehr schwacher Trost. Joël Vermin, Meister mit Bern 2013. In dieser Saison soll es nicht klappen. Real 2021, Meister EV Zug und Rafael Diaz, bevor er geht in Richtung Freiburg, hat er noch einen Job zu erledigen, nämlich er, der Captain, hat hier die Ehre, seinen Mitspielern die Medaille, die goldene Medaille, um den Hals zu hängen. Das ist ja dann auch zum einen was Spezielles, aber irgendwie passt ja das eigentlich auch noch richtig. Der eigene Captain, der während den Playoffs auch immer hinsteht, sein Team motiviert, es auf den richtigen Weg bringt. Und dann darf er seine Mitspieler auch selber gleich belohnen, damit eben mit Gold. Natürlich auch die verletzten Spieler, die zugegen sind. Da haben wir hier Dario Wüttrich gesehen. Dann Simeon, der offiziell also der letzte Torschütze in dieser Saison. Jérôme Bachhoffner, bereits vor 3 Jahren Meister mit den ZSC Lions. Dann Eric Torell, er natürlich die leidtragende Figur. Abdel Kader war gesetzt bei Dan Tangnes, der Coach sollte Recht bekommen. Torell, der dann entsprechend hier in den Playoffs keine Rolle gespielt hatte. Aber auch seinen Anteil in der Qualifikation natürlich beitragen konnte. Klingberg, Steigerungslauf war diese Saison für ihn. Den ersten 3 Monaten, da lief es noch nicht wunschgemäß. Auch Lino Marcini, das war unangenehm. Am Anfang wurde er auf jedes Tor, das er geschossen hatte, angesprochen, weil es zu Beginn eben so wenige waren. Aber auch da, richtiges Timing. Da ist jetzt Kraken, der den Torbau verlassen wird. Und ob Santri Alatalo, Chris McSorley gleich zu Beginn der Saison zur Verfügung stehen wird, der nächsten Saison, das wird sich noch zeigen. Je nachdem, wie dieses Verfahren dann ausgeht, wird ihm allerdings ziemlich Schnuppe sein jetzt. Und Leonardo Giannoni, der also seine Vitrine jetzt langsam ausbauen muss, kann er ja dann mit Legos machen, damit alle Medaillen Platz haben werden. Hammersbach und Nussbaumer, die überzählig waren in dieser heißen Phase der Saison. Und Don Tangnes, also der Coach, 2012 aufgestiegen mit Rögle in die höchste Liga in Schweden, dann der Cup-Sieg, aber jetzt auch der Meistertitel. Apropos Rögle, also wenn sie jetzt einen Eishockey-Playoff-Final-Kummer haben werden, ab morgen 15.10 Uhr, gibt es dann die 4. Finalpartie live auf MySports 2 in der schwedischen Liga zwischen Rögle und den Växjö Lakers. Also da ist noch nicht Schluss mit Eishockey. Ich weiß nicht, ob Carl Klingberg dann schon bereit ist, um ab 15.10 Uhr morgen schwedisches Playoff-Finale Eishockey-Spiel zu schauen. Vollbracht die Erleichterung bei Carl Klingberg hier. Jetzt Rafael Diaz.
Hans Angnes. Sehr besonnen, wurde allerdings dann auch mal kurz aus der Ruhe gebracht. Zweiten Drittel als Jan Kovács. Eine 2 plus 10 Minuten Strafe passte, aber auch darauf hatte sein Team eine Antwort. Hat sich da nicht verunsichern lassen. Zwei Niederlagen noch im Viertelfinale gegen Bern. Das war sicher eine mentale Hürde, die Zug zu überwinden hatte. Das hat man geschafft. Dann noch eine Niederlage gegen die Rapperswil und Lakers im Halbfinale und ungeschlagen im Finale hier also gegen Genf Servette. Viele Bilder gehen da den Spielern jetzt durch den Kopf. Was für eine Erlösung. Hoffmann hat es angesprochen, den Druck, den haben die Spieler natürlich gespürt. Und ja, Rafael Diaz, na, der besteht darauf, dass er sich das hier nicht selber um den Hals hängen muss. Hier diese Medaille. Also da macht Dönny Bosche dann doch eine Ausnahme. Und jetzt ist es also soweit. 23 Jahre später sind wir wieder hier in Zug und präsentieren den Schweizer Meister 2021. Rafael Diaz hat es geschafft. TV Zug, Schweizer Meister also 2021. Das ist also auch die Saison, wo am Ende der Meisterschaft mehr Spieler auf dem Podest oder Funktionäre zu finden waren als Fans auf der Tribüne. Leider. Leider ist das so. Aber damit haben wir uns abgefunden. Elf Playoff-Jahren übrigens stand der Qualifikationssieger siebenmal im Finale, gewann es oder achtmal im Finale, jetzt sechsmal gewonnen also, und hier war es ein dominantes Zug während der Qualifikationsphase, aber je dominanter du auftrittst in der Regular Season, desto größer natürlich dann eben auch der Druck, dass man das auch in den Playoffs bestätigen muss. Und das ist dem EVZ gelungen. Was aber bleibt, das ist die Tatsache, dass seit Einführung der Playoffs 85-86 es weiterhin also nur sechs verschiedene Meister gibt. Bern, Lugano, Davos, ZSC Lions, Kloten und jetzt also zum zweiten Mal der EV Zug. Und die Ronny Rüger von damals heißt jetzt also Leonardo Genoni. 1998 am 11. April unter anderem mit Dino Kessler, Patrick Sutter, André Künzi, Bill McDougall, Wes Waltz, Misko Antisin, heute also Rafael Diaz, Karl Klingberg, Dominik Schlumpf, Janik Zehnder. Das also alles Helden hier in der Königstadt. Janik Lennart Albrecht, der zu den Rapperswil und Lakers wechseln wird. Auch hier also mit seinem Abschiedsgeschenk. 3 Jahre hier war er in Zug. Hat die Finalniederlage erlebt. Dann wurde er von der Pandemie auch ausgebremst und
jetzt also doch noch in der dritten und letzten Saison der Titel und auch natürlich Santeri Alatalo. Es ist seine achte und letzte Saison. Übermorgen wird er 31-jährig. Aber in Zug wird er nicht mehr alt, weil er eben den Club wechselt auf die nächste Saison. Yannick Zehnder sich feiern lässt, der Enkel von Robert Zehnder, dem ehemaligen Präsidenten aus den späten 60er und bis Mitte 70er Jahre. Jessitz Kraken. Auch hier wechselt und zwar zum HC Davos. Justin Abdelkader. Ist während der Saison verpflichtet hat, aber auch er hat dann großen Einfluss gehabt, um hier diese Mission zu erfüllen. Sven Senteler, vor 7 Jahren Meister mit den ZSC Lions, musste sich also auch gedulden auf einem zweiten Titel. Josh Holden. Ja, bei ihm war es als Spieler dann eben lediglich der Spengler Cup mit dem Team Kanada, den er gewinnen konnte. Jetzt aber im Coaching-Staff doch noch Meister mit dem EV Zug. Und wenn es dann die Umstände ermöglichen, das Versprechen gab es hier, dann wird dieser Meistertitel dann noch ausführlich gebadet. Karl Klingberg badet da noch im Gold, gefeiert. Man kann auch baden und feiern, beides zusammen, egal. Das hier also der Schweizer Meister 2021, der EV Zug. Und ich glaube, auch im Studio haben wir noch einiges zu bewundern und hier diese Saison wunderbar abzuschließen. Bitteschön. Jawohl, das machen wir. Danke vielmals, Thomas Rottmeier, euer Kommentator. Schweizer Meister EV Zug 2021. Und ich würde vorschlagen, die ersten Worte gehören Timo Helbling, der 4 Jahre lang in dieser Organisation war. Ja, es ist Wahnsinn. Ich mag es wirklich extrem von Herzen gönnen. Es ist eine unglaubliche Leistung, was die ganze Saison gezeigt haben. Und auch Spieler wie Klingberg, Diaz, Alatalo, die jetzt schon manches Jahr dort sind, Marcini und wenn man die Gesichter gesehen hat, ja, das ist sehr emotional auch für mich. Und, ja, ich bin einfach mega stolz auf sie und super, 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 was sie hier geleistet haben. Ja. Wenn man so Gesichter sieht wie Diaz, Marcini, die jahrelang bei diesem Club waren und jahrelang immer den Wunsch hatten, zweimal gescheitert gegen den SCB. Ja, es war ein Prozess. Oder? Ich glaube, die ganze Organisation hat diesen Prozess durchgemacht. Und, ich glaube, man hat natürlich dann auch eine strategische Entscheidung getroffen und gesagt, man holt den Hoffmann, man holt den Giannoni. Und die haben auch heute jetzt wieder den Unterschied gemacht, klar. Aber ich glaube, die Organisation, wie sie gewachsen ist, wie sie auch verankert ist in der Gesellschaft, in diesem Kanton. Und es ist einfach wirklich super, dass sie das jetzt können schaffen. Und ich freue mich extrem für sie, für alle, für Trainer, für den GM, für den Langweiler, für alle, ja, die da dahinter stehen. Es ist wirklich sehr emotional und man sieht die Jungs an und schade, dass jetzt keine Fans sind. Wir haben es vorhin diskutiert, es ist extrem komisch, so etwas zu sehen ohne Fans. Ja. Also es hat ein paar. Ein paar hat es. Uli, deine ersten Worte. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschliessen zu dem, was der Timo gesagt hat. Oder? Es ist von A bis Z ein logischer Meister, was diese Saison anbelangt. Aber für mich ist es eben auch ein logischer Meister, wenn man die letzten paar Jahre anschaut. Die Mannschaft ist wirklich nach einem Plan gebaut worden. Sie ist nach einem Plan gecoacht worden. Sie ist nach einem Plan geschaffen worden. Und es hat auch Rückschläge gebraucht, aber man hat die richtigen Konsequenzen gezogen. Darum für mich absolut würdig, absolut logisch, keine Diskussion. Herzliche Gratulation allen Beteiligten.
Da sehen wir sie feiern. Und ich würde vorschlagen, wir reden nachher auch noch ein bisschen ausführlicher. Sicher auch über die einzelnen Helden in dem Team, wo wir da haben vom EV Zug. Jetzt gehen wir mal schnell noch zu unserem Oli Franzen, der außerhalb vom Stadion ist. Und ich glaube, wir haben Bilder, wie das ausgesehen hat. Vor dem Stadion, ich hoffe, da werden alle Schutzkonzepte doch irgendwie eingehalten mit Masken und so weiter. So hat es also ausgesehen, wo klar war, dass der Titel in Zug ist in diesem Jahr. Und wir gehen gerade mal schnell zum Oli Franzen. Ja, Tausende von Leuten sind hier auf dem Arenaplatz. Und die feiern einfach die EVZ. Die EVZ ist Meister geworden. Zum zweiten Mal nach 1998. Ja, man kann nicht wirklich eruieren im Moment, was das für die Region bedeutet. Aber die Fans, die feiern so ausgelassen. Und die Nacht, die geht noch ganz lang da im Zug. Mir sind einfach die Atmosphäre. Die Atmosphäre hier im Zug. Und da wird noch einiges gefeiert heute. Vielleicht sehen wir auch noch die Spieler nachher auf dem Balkon. Da oben. Und genießt einfach die Stimmung hier im Zug. Der Oli Franzen mit dem Getümmel. Timo, wie hast du erlebt? Also die, auch auf Seite der Fans. Du hast auch jemand, die wahrscheinlich mit den Fans geredet im Zug. Das Herplangen. Ja, es ist. Ich meine, vor 3 Jahren, wo wir im Finale waren, wo auch schon eine riesige Euphorie war, wo wir gegen Bern noch den Ausgleich geschossen haben, wo Fabian Schneider noch das unglaubliche Goal geschossen hat. Das ist, ich meine, die ganze Stadt hat bebt, ja. Und man hat auch dort schon gemerkt, der Club ist so verankert in dieser Region, in dieser Stadt. Und man ist so stolz darauf, was jetzt der EVZ auch geleistet hat über die letzten Jahre. Und dass man jetzt das jetzt erreichen konnte, das ist eine riesige Genugtuung für alle Leute, die in diesem Kanton und dieser Stadt leben. Und ja, der Fabian Schneider hat sicher auch verdient, davor dabei zu sein. Das ist etwas, was leider letztes Jahr nicht geklappt hat für ihn. Ja. Und ich glaube, so wie sie letztes Jahr gespielt haben, hat es das wahrscheinlich auch schon letztes Jahr erreicht. Ja. Wir haben ein paar Mal geredet, dass sich die Bilder vermutlich doch einmal eher früher als später abzeichnen, dass der EVZ den Titel holt. Was war der Effekt gewesen nach diesen 2 Finalniederlagen gegen den SCB? Ich glaube, dass man sehr selbstkritisch war und nicht in Mitleid versunken ist, sondern gesagt hat, hey, was war es jetzt, was noch gefehlt hat. Und Timo hat es vorhin richtig gesagt, es sind auch gewisse strategische Entscheidungen dazugekommen. Ich glaube, was auch ein zentraler Punkt ist, ist, dass wir mit dem praktisch gleichen Coaching-Staff, es gibt eine Ausnahme wie bei den Assistenten, dass man gesagt hat, komm, wir gehen den Weg weiter, auch wenn wir noch nicht alles erreicht haben, was wir vielleicht schneller wollen erreichen. Und das zeigt mir halt auch, wenn man kontinuierlich etwas baut und wirklich versucht, einen Stein aufeinander zu tun, nicht beim kleinsten Misserfolg alles wie weggewischt und wieder ändert. Das macht durchaus Sinn und sie sind ein glänzendes Beispiel für das. Wir haben wirklich von langer Hand geplant und vorbereitet. Es wäre eigentlich schön, wenn wir den Sportgang so planen könnten, aber es hätte manchmal noch andere Gesetze. Aber sie haben es wirklich verdient, muss man sagen. Es ist auch viel harte Arbeit dahinter. Oder? Ich glaube, wir haben es immer wieder gehört, wenn Coaches oder Spieler darüber das diskutiert haben, wie hart das sie arbeiten. Ich habe das auch selber mitbekommen. Auch bevor das OIM schon existiert hat. Da wird wirklich sehr viel investiert, auch neben dem Eis. Die ganze Professionalität, die dort stattfindet, das ist auch eine logische Folge, denn dass der Erfolg mal einmal kommen musste. Plus, eben, wie ich auch gesagt habe, die Mannschaft ist dann noch einmal wirklich auch gut verstärkt worden. Wir sind noch einmal gut verstärkt worden jetzt auf die Playoffs mit dem Applicator und mit dem Shore zum Beispiel, wo auch noch so ein Element reingebracht hat, das vielleicht vorher noch gefehlt hat. Also, eine super Basis, aber dann auch gute strategische Entscheidung und schlussendlich, ja, es war schon fast langweilig gewesen, muss man sagen. Oder? Sie haben von A bis Z dominiert. Mir denkt, es ist noch etwas anderes, was Zug auszeichnet. Ich meine, klare Ansage haben sie gemacht, wir wollen dorthin. Aber Arroganz hat es nie gegeben. Es ist sehr, sehr demütig, klar zielorientiert, sehr respektvoll geschaffen worden. Man ist nie abgehoben, die ganze Saison nie, obschon man längst genug Grund hatte. Aber man ist schon nie irgendwie in eine Enttäuschung, in eine respektlose Art und Weise hineingefallen. Das macht mir sehr einen bodenständigen, sehr
charakterlich starken Eindruck. Und der Coach ist natürlich das beste Beispiel dafür. Aber nicht nur er, die gesamte Aber er ist der, der die Kultur dort vorgeht. Oder? Und ja. Ich glaube, das ist wirklich auch die Leistungskultur, die man dort entwickelt hat. Oder auch wenn es Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft gegeben hat, das hat alle immer schön die Lache behalten, weil niemand hat sich erlauben, irgendwie hier auszuschweifen. Oder? Also ich glaube, er war extrem hart fordernd gewesen, aber extrem korrekt. Aber nicht einmal müssen, weißt, weil die haben so gute Konkurrenz von innerhalb. Das hat sich dann fast wie selber entwickelt. Aber hat es vielleicht auch mal gebraucht von ihm zuerst, oder? Und er war wirklich in meinen Augen sehr respektvoll gewesen. Wir haben heute über das Coaching geredet. So wie er coacht, muss sich jeder hier als der Wichtigste fühlen. Zurecht. Genau. Wenn wir es gerade vom Coaching-Staff haben, dann kommen wir glaube schnell noch zu einem, der schon seit 2008 in dieser Organisation ist. 2017 ist er noch selber auf dem Eis gestanden, als Captain, das Finale verloren gegen den SC Bern. Jetzt seit ein paar Jahren Assistenzcoach und jetzt im Interview beim Gabriel Gasser, der Josh Holden. Josh Holden, 2017 didn't happen for you as a player. Now, as an assistant coach, just tell me what's going through your mind. Yeah, I think the playoffs or sports or whatever, it's a competition, right? And as a player, you have so much emotions because you're engaged in that game. I remember the emotions being so much bigger. Now it kind of keep them down and energize the guys in different ways. And to have the opportunity to do it in Zug, pretty proud. You have to be a role model as a coach. You can't go too much to the emotions, too. Exactly. You know, we gotta. You see, must be difficult for you. That's easy. No. But you know, I think you see this, the playoff series. You know, I think we held our composure a little bit more. Maybe Geneva got a little bit frustrated, took some penalties. We get rewarded from those power plays, momentum changers. You're just looking for momentum changers and. Bottom line, these guys have been working since the summertime, since we went to the OM. They put in the effort, they put in the time, they've created good habits on a daily basis, and they've been rewarded. And to be a part of that, it's incredible. Thank you very much, Josh. Go and have a good time. Ich glaube, er geht in die richtige Legende für den EV Zug. Fängt rein, der Josh Holden, der sagt, er müsse jetzt als Assistenztrainer im Vergleich zu vorher, wo er Spieler war, glaube mit den Emotionen ein bisschen drinnen bleiben. Darf ich da nicht komplett ausrasten, das ist schliesslich auch ein bisschen ein Vorbild. Spricht dann aber schon an in dieser Finalserie, den Momentumwechsel, den es dann teilweise eben auch gegeben hat, mit diesen Powerplay, mit diesen Special-Situationen, wenn wir schnell auf das Finale vielleicht auch zu sprechen kommen. Uli, 3-0 in Serie tönt recht extrem. Die Spiele waren aber doch recht eng. Gabriel Gasser hat es auch ein paar Mal angetönt bei den Interviews. Keins gegen Goal, 5 gegen 5. 2 gegen Goal in 4 gegen 5. In 180 Minuten Hockey. Das ist als Mannschaft und als Coach, wenn du siehst, wie sich die Mannschaft aufgeopfert hat, wie sie clever mit der Scheibe gespielt hat, wie sie clever ohne Scheibe gespielt hat, da kannst du nur mal den Hut ziehen. Ich meine, da kannst du fast nicht geschlagen werden, wenn du eine solche Leistung herbringst. Und das verdient wirklich grossen Respekt. Die Spiele waren eng. Es ist so. Und gleich in jedem Spiel war der Zug einfach gleich ein Zacken besser gewesen. Und dann mit dem Momentum-Changer, ja, das ist so. Das ist aber ein Phänomen, das wir bei Zug die ganze Saison gesehen haben. Sie sind unheimlich gut im rechten Moment, im sogenannten wichtigen Moment, einfach ein Goal zu schiessen, aber eben auch Käse zu bekommen. Ich glaube, das ist eben so wichtig. Und sie hat ganz viele Spiele so entscheiden können. Und das ist schon, das sind die Champions, die in diesen Momenten zuschlagen können. Das sind echte Champions. Und wir wollen noch mehr Stimmen von den Champions hören. Wir gehen noch mal schnell raus zum Gabriel Gasser und wir haben den Karl Klingberg noch im Interview. Karl Klingberg! Ole, ole! Kartoffelsalat! Karl, erklären Sie uns ganz kurz, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um das erste deutsche Interview zu führen. Ja, genau. Also ich spreche gerne Deutsch, aber nicht viel. Nur Hochdeutsch und langsam. Aber ja, Deutsch ist einfacher für mich jetzt, aber nachher 5 Jahre. So ja, ist gut. Was bedeutet der Titel für Sie hier in Zug, dass Sie ihn gewonnen haben? Alles, alles, so viele. 5 Jahre auf 2 Finalen, eine Playoffs cancelled, eine Viertelfinal verlieren. Aber ich habe es geschafft für 5 ganze Saison für diesen Moment. Ich
Das ist grandios. Danke, Lehmann. Vielen Dank. Danke vielmals. Ja, und er ist, glaube ich, doch auch ein Faktor, der Karl Klingberg, der nicht einfach ein Ausländer ist, der kommt und Goal schießt und dann ja, jetzt vielleicht nicht gerade mit dem absoluten vollen Herzblut dabei ist, aber er ist eben auch schon fast so ein bisschen Integrationsfigur. Fans vergöttern auch ein bisschen. Ja, absolut. Er ist einer, der sich mit dem Club zu 100% identifiziert. Und das sieht man in seiner Spielweise, das sieht man, wenn er sich neben dem Eis geht und Fans schätzen das extrem und er ist zu einer Identifikationsfigur geworden jetzt über die 5 Jahre und wenn er sagt, das bedeutet ihm alles, das ist wirklich so, es bedeutet ihm alles und das nimmt man immer ab und es gibt andere Ausländer, die kommen und gehen und dann ist immer so ein bisschen, ja, ist der wirklich da, hat sich der wirklich mit dem Club identifiziert oder ist er einfach gekommen, weil es da gut zu verdienen geht und bei ihm ist ganz sicher nicht so und es ist, ich mag es ihm extrem gönnen, dass er jetzt den Titel können holen kann. Ja. Wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen das Kader ansprechen, wie vorhin schnell gesagt, oder? Viel investiert worden, eben auch im ganzen Verein, aber auch doch ins Kader. Also man hat beispielsweise auch so einen Gregory Hoffmann geholt, der dazu mal, ich glaube, bei Lugano Top-Torschütze war für ganze Liga. Also das war ein Top-Transfer. Und auch dort völlig mit dem Ziel, mit dem Mann, wenn wir Meister werden, der soll uns zum Meister schiessen. Was hat er heute gemacht? Ja, die Rechnung ist komplett aufgegangen. Ich glaube, einer der wichtigen Teile ist, es gibt 5-6 Spieler in diesem Meisterkader, die heute auf dem Eis gestanden sind, die im Zug vom Junior zu dem geworden sind, was sie heute sind. Das ist schon mal eine herausragende Leistung. Und gleichzeitig ist aber die Strategie des EV-Zug einfach auch die, wir gehen auf die eigenen Spieler, aber der Rest der Spieler, das sind einfach High-End-Players. Mhm. Und für mich ist das letztendlich das, was Servette noch gefällt hat. Zug ist gar nie in die Situation gekommen, ihre besten Spieler bis zum geht nicht mehr auszudrücken. Sie haben gewusst, wir sind breit genug, wir haben das Vertrauen jeden. Und bei Genf fehlen vielleicht 2-3 solche Elemente noch. Wenn wir jetzt zurückgehen und schauen, wo Zug ist gestanden, vielleicht vor 2 oder vor 3 Jahren, hat man das sehr wahrscheinlich auch erkannt, dass es das braucht und hat entsprechend nachher die entsprechende. Ja, wir Zug ist ja lange eigentlich ein gutes Team gesehen. Das ist eigentlich, also sind ja eigentlich lange immer im Halbfinale gesehen, Qualifikationen, die gut gespielt worden sind. Wir hatten Qualifikationen einmal mal gewonnen und erst 2 gesehen, aber es hat immer etwas gefehlt. Und es ist immer so, es ist immer gegen die SCB gegangen am Schluss und da hat man gemerkt, es fehlt noch etwas. Und da hat man gesagt, okay, wir holen den Hoffmann, den besten Stürmer und wir holen den besten Goalie. Ja. Und das sind halt noch die letzten Mosaiksteine, die es gebraucht hat. Und, ja. Ich würde noch einen ergänzen dort. Das ist für mich der MVP von der ganzen Saison mit weitem Abstand. Das ist der Kovács. Ich meine, er war jetzt auch eine Zeit dort gewesen und wie er sich entwickelt hat, die Rolle, die er jetzt hier am Schluss hatte, ich meine, da kann man nicht genug lobende Worte finden. Und für mich ist er genau gleich eines der entscheidenden Puzzleteile wie der Leo. Wieder Hoffmann, das wertet die Leistung von ihnen überhaupt nicht ab, aber er war natürlich ein Riesenfaktor. Also es ist viel investiert worden, auch in das Kader des neuen Schweizer Meisters. Und jetzt wollen wir gerade bei dem Mann nachfragen, der das doch auch dann möglich hat oder der vor allem auch Zahlen im Griff hat und Bücher im Griff hat, nämlich der Geschäftsführer Patrick Lengwiler. Patrick Lengwiler, ich habe mich noch so ein Quote, ein Zitat von euch erinnern. Es ist nur eine Frage von der Zeit, es ist ein bisschen um die Ohren geflogen. Ist das jetzt vielleicht heute noch eine Genugtuung? Ja, Genugtuung. Ich glaube, wir haben gewusst, dass wir auf einem guten Weg dazu sind. Und ich freue mich enorm für die ganze Organisation, für die Region, für die Fans, die Zuschauer, die Mannschaft. Wir haben wirklich hart darauf eingeschafft über viele, viele Jahre. Und jetzt hat es geklappt. Wirklich zu viel, das ist eine Frage von Zeit. Und jetzt ist es so gekommen. Und ich habe eine riesige Freude für die Mannschaft. Gibt es einen verdienteren Meistertitel als einen Punktenrekord in der Quali und dann ein Sweep im Finale und doch so einen dominanten Auftritt. Und wenn es mal kritisch war, hat die Mannschaft eigentlich immer eine Antwort gehabt. Ja, ich glaube, es hat viele Meister, die und auf ihrem Weg Meister werden und verdient ist. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir ein paar sehr gute Meister gehabt. Und das ja unsere Mannschaft hat sicher überzogen von Beginn weg. Wir haben eine unglaubliche Saison hinter uns. Also wirklich mit dem Punktrekord. Ja, und sie hat immer eine Antwort gehabt. Sie war mental so stark gewesen. Und sie mussten viel ausleiden und wir haben nicht viel Kredit gegeben. Und umso mehr mag es den Mannschaft wirklich gönnen. Könnt ihr vielleicht noch einen Einblick geben, wie es euch im Moment aussieht? Eine brutal schwierige Saison mit Corona, organisatorisch unglaublich herausfordernd. Wie gross ist auch irgendwie der Stein, der nach vom Herzen geht, der Erleichterung?
Ja, es ist etwas Schönes am Schluss, aber es tut mir natürlich mehr für all die Fans und Zuschauer, die so dabei sind seit vielen Jahren und das einfach nicht live miterleben. Also jedem anderen Jahr haben wir 7200 Leute da innen und 4000-5000 Leute für aussen. Aber es ist die ganze Saison schon so und wir müssen nicht damit hadern. Ja, schade, dass es so ist, aber jetzt haben wir mal einen Meistertitel und das ist mal schön. Ich glaube, es macht allen Freude. Und dann müssen wir es halt wiederholen und das probieren wir auch nächstes Jahr. Jetzt habt ihr gesagt, es gibt in diesem Jahr keine Meisterbühne. Oder solange wir nicht können, machen wir keine. Was können den Fans da draußen sagen, wenn vielleicht sogar noch von Sommer 2022 reden? Das ist schon eine spezielle Saison. Also, wir machen den Meisterbühne, aber wir machen sie erst dann, wenn wir gebührend feiern. Weil die Fans, die Zuschauer, die Mannschaft, die Organisation hat eine richtige Feier verdient. Und nicht so ein Maskenfestival, wie wir es hätten. Also wir warten, bis wir richtig feiern und dann werden wir richtig, richtig feiern. Warte, ich länge mir die Messe noch. Danke, Messe. Jawohl, ein Maskenfestival, das wollten wir auch nicht sehen. Patrick Lengwiller haben wir gehört und er sagt auch schon wieder, nächstes Jahr angreifen, Titel verteidigen. Ist der EVZ jetzt auch mit dem Titel, mit all den Finals, die sie jetzt in den letzten Jahren hatten, einer der ganz grossen Clubs zusammen mit Zürich und Bern? Kann man sie jetzt auf diese Ebene tun, auch rein vom Club her, ganze Organisation? Ja, ich denke von der Geschichte und von der Anzahl Titel vielleicht noch nicht ganz. Oder? Da fehlt sicher noch ein bisschen etwas. Aber ich würde mal sagen, sie haben jetzt eine Organisation und eine Struktur, die ihnen ermöglicht, so eine Dynastie aufzubauen. Das haben sie zweifellos. Oh. Ja, sie sind momentan sicher das Maß aller Dinge. Oder? Was man aber auch muss berücksichtigen jetzt für die nächsten Jahre, sie werden ein paar Spieler verlieren, die sehr wichtig sind. Ein Alatolo, ein Diaz, ein Hoffmann, der in die DL wird gehen. Ein Diaz ist eigentlich unvorstellbar, dass der nächste an einem anderen Ort spielt. Also wird da sicher auch gewisse Umstrukturierungen stattfinden im Club. Aber eben, ich glaube, dieses Fundament, das besteht jetzt mal. Und da sind sicher jetzt das Maß aller Dinge, wie ich vorhin gesagt habe. Ja. Und den Mann möchten wir jetzt natürlich auch noch hören. Den Mann, der 14 Saisons lang beim EVZ war, Captain und das Team jetzt verlässt, aber mit einem Titel. Der Rafael Diaz. Rafael Diaz, zwei Finale verloren in der National League, zwei Finale verloren bei der WM und jetzt endlich der erste Titel. Wie fühlt sich das an? Ja, unglaublich. Fühlt sich unglaublich an. Vor allem hier, mit Zug natürlich. Oder? Zweimal war es extrem knapp. Und wir haben alle geträumt von diesem Moment. Von diesem Moment können den Kübel heimzuholen. Und ja, heute ist es so weit, aber wir realisieren es gar noch nicht. Oder? Das ist wie in einem Film, ganz klar. Oder? Es ist wunderschön, glaube ich. Riesen Kompliment die ganze Mannschaft, durch das ganze Jahr durch, gute Leistung gebracht. Und nach dem Playoff ist alles wieder offen, alles wieder fängt wieder bei Null an. Und ich glaube, dort haben wir extrem guten Charakter gezeigt und ja, haben den heimgebracht. Nach 14 A-Saisons für EVZ, jetzt der Abschied in Richtung Freiburg. Ist das die richtige Genugtuung jetzt zum Schluss, auch um den anderen Kritikern zu beweisen, was für ein Bauteil sie der EVZ-Meistermannschaft? Nein, das überlebt man sich doch gar nicht. Wir haben schon die letzten paar Mal gewinnen, oder? Spiel ist zum Gewinnen, oder? Und jetzt hat sich das halt so ergeben. Ja, ist wunderschön, ist wunderschön. Vor zwei Jahren hat er im Interview mit Steffi Buchli gesagt, ja. Die Kaltschnäuzigkeit, die Effizienz vom Goal gefällt. Ist das vielleicht das, was die Meistermannschaft ausgemacht hat in den Playoffs? Immer die richtige Antwort parat? Ja, sicher. Vor allem waren es enge Spiele. Vor allem im Finale. 1-0 das erste Spiel, noch 2-1. Dort haben wir zwei Powerplay-Goal gemacht und nachher, heute war es auch ausgeglichen, oder? Und nachher der Hofi dort fürs Breakaway geht, einen riesen Sprint anzieht und er macht es eiskalt, typischer Scorer. Und nachher im Powerplay haben wir sie gemacht zum 3-1 und nachher 4-1 und wunderschön, wunderschön einfach. Rafael Diaz, merci noch. Ja, danke, merci noch. Der Rafi Diaz mit dem Titel für den EV Zug und er war nicht nur Captain, er war mit dem Alter von 35 doch auch immer noch ein wichtiger Spieler. Auch diese Saison, die er hier wieder abgeliefert hat. Ja, absolut. Ich meine, sie sind hinten nicht so breit besetzt. Und ich meine, es ist sehr viel Verantwortung vom Diaz und vom Alatolo. Aber ich meine, er hat jetzt die ganze Saison konstant bewiesen, wie wichtig er ist. Er ist der Captain der Schweizer Nationalmannschaft. Ich meine, er ist eine absolute Identifikationsfigur, eine Leaderfigur. Und ja, wir haben ihn gesehen, die letzte Mal, wo er, wie emotional er war, als er auf der anderen Seite war. Und er musste gratulieren und auch dort ein super Sportsmann war. Und,
Und ihn jetzt können da ihm zuzuschauen, wenn er Medaillen verteilt und den Pokal läuft. Ich meine, es gibt fast nichts Schöneres, als so etwas im Sport können zu beobachten und dabei zu sein von weitem, oder? Nur noch ganz kurz, Ueli, eben die Vertragsverhandlungen, die da im Gang sind die ganze Saison. Also das musst du auch noch irgendwie wegstecken können, also Raphael Diaz. Ja, das musst du sicher können. Und das war sicher nicht einfach gewesen. Aber einmal mehr, man hat den Entscheid relativ früh genommen und hat ihn sofort kommuniziert. Und dann irgendwann, nach ein paar Tagen, war es einfach so gewesen, und er hat wieder können sich auf die Spiele konzentrieren und er hat das sehr, sehr professionell gemacht. Und es wird ja wohl niemandem in Sinn kommen, zu sagen, ja, der ist schon mit einem Bein in Freiburg gewesen, wenn wir jetzt gesehen haben, wie er in diesem Finale wieder auftreten ist. Er hat den Sieg wollen. Er hat mit dem grossen, breiten Brust wollen, zu dieser Bossart Arena rauslaufen. Und das ist ihm gelungen, man ihm das von Herzen gönnen. Was wir gerne auch noch schnell ansprechen möchten, ist natürlich der Vizemeister Genf Servette von dieser Saison, wo doch sensationelle Playoffs gespielt hat. Das kann man glaube ich schon sagen, wie sie Freiburg aus dem Weg geräumt haben, wie sie nachher auch ZSC Lions aus dem Weg geräumt haben. Und jetzt hat es dann eben doch halt eher klar, jetzt, wenn man die Serie anschaut, nicht gelangt. Aber wenn man vor der Saison gesagt hat, die Genf im Finale und das jetzt so gesehen, dann kann man schon sagen, Chapeau. Ja, absolut. Sie sind ich glaube, es ist eine Mannschaft, die sich in den letzten zwei Jahren extrem entwickelt hat, seitdem es der McSorley nicht mehr dort ist. Sicher, das Fundament ist noch von ihm, aber die Art und Weise, wie sie auftreten sind, die Art und Weise, wie sie Hockey spielen, ist für mich sehr, sehr, sehr schön gewesen, zum Zuschauen. Ich habe sie die ganze Saison schon sehr gut gefunden. Ich habe das Gefühl, am Schluss haben sie von der Ende der Qualifikation eine kleine Pässe gehabt. Aber wie sie nachher wieder auftreten sind in den Playoffs, ist wirklich super gewesen. Gegen Zürich haben sie ein sagenhaft gespielt. Ich habe so das Gefühl, es ist gleich wie Zug vor ein paar Jahren. Oder? Es ist ein gutes Fundament herum, sie haben ein paar gute Junge, sie haben auch gute Ausländer gehabt, aber das kleine Stückchen hat noch gefehlt. Und am Schluss haben sie die Ausländer extrem forciert. Das hat man bei Zug auch immer gehört, die letzten Jahre, wo es nicht geschafft worden ist. Jetzt haben sie den Tag geschehen, forciere ich nur die Ausländer und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es ist eine ähnliche Story jetzt bei Genf. Aber, ja, eine Mannschaft, die mir sehr gut gefallen hat die ganze Saison. Auf die Schätzung von Ueli bin ich nachher gespannt. Wir hören noch schnell rein, wie es tönt beim Tanner Richard. Tanner Richard, jetzt hat er gerade die Silbermedaille in den Händen gehalten. Wie bitter ist der Moment? Oder könnt ihr auch schon in Wort fassen? Es ist dreimal brutal eng und dreimal hat die Zug immer eine Antwort gehabt. Ja, schießt mich sicher an. Ich war silbrig in der Hand im Moment. Aber ja, sicher eine gewisse Leere auch dabei. Aber ich glaube, wenn du in einer Serie 3-0 verlierst, dann musst du dich auch nicht wundern. Wir sind eine super Mannschaft, aber ich glaube, es wäre etwas mehr reingelegen für uns. 3-0 tönt etwas krass, aber ich glaube, die ersten zwei Spiele, One-Goal-Game, 1-0, 2-1. Heute, ja, ein bisschen aufgemacht, oder? Klar, ist 1-1 nach zwei Drittel. Ich habe das Gefühl, die haben auch zittert im zweiten Drittel. Wir machen hohen Druck. Wenn dort einer reingeht, sieht das ganze Spiel anders aus. Wir machen den Turnover unglücklich. Der Hoffmann, schnellster Spieler in der Schweiz, dem kommt keiner nach. Macht sie, 2-1. Pipi geht irgendwie ein bisschen komisch rein, 3-1. Wir machen ein bisschen mehr auf, dann machen ein paar mehr. Aber ja, das Resultat spielt eigentlich keine Rolle am Schluss. Wir sind eine verdammt gute Mannschaft, wir wissen das. Der Zug war besser in diesen Playoffs, auch wenn es ein paar Prozent waren. Das ist das, was gefehlt hat. Ja. Ich glaube, wir werden noch viel von uns hören in den nächsten paar Jahren. Wir sind noch nicht fertig und wir sind auch nicht zufrieden mit dieser Silbermedaille. Ich will Gold. Die ganze Mannschaft will Gold und ich sehe uns nochmal. Dann Richard, merci noch. Schönen Sommer zusammen. Das nenne ich mal eine Ansage. Dan Richard, sensationell. Mit uns können wir rechnen, Ueli. Können wir mit Ihnen rechnen? Ja, es kommt sicher ein bisschen darauf an, wie man jetzt mit diesem bitteren Moment umgeht. Manchmal muss man verlieren, um besser zu werden. Oder? Im Deutschen sagt man «Défail von reculer pour mieux sauter». Ich glaube, so sagt man es. Oder? Im ich muss nicht anschauen, ich weiss es nicht. Und ich habe den Eindruck, wenn Genf jetzt genau über die Bücher geht und sagt, okay, wir sind so und so weit gekommen, wir wissen, was unsere Stärken sind, aber vielleicht müssen wir auch genau hinschauen, was uns vielleicht noch fehlt, für einen Schritt vorwärts zu machen. Dann habe ich durchaus das Gefühl, dass man dann irgendwann schon noch davor hat, was jetzt dieses Jahr passiert ist. Und ich glaube, die Mannschaft hat schon Potenzial. Ich meine, der Strategiewechsel, dass man hat eigentlich gesagt, so, jetzt nimmt man den Juniorentrainer auf, mit all den Junioren, die in ihrem Jahrgang zu den Besten gehört haben, und jetzt setzen wir auf die und bauen etwas mit denen.
Das war absolut eine super Entscheidung. Und die Spieler, die haben noch viel mehr Hockey vor sich, als dass sie hinter sich haben. Und darum glaube ich, wenn man da gescheite Entscheidungen trifft in Genf, dann kann der heutige Abend, so bitter dass es ist, eben die auch noch mal ein bisschen heller leuchten als Silber. Genf Servette, wo also der Playoff-Final verliert gegen den EV Zug, der sich zum Schweizer Meister 2021 gehört. Wir kommen so langsam aber sicher gegen den Schluss her. Und es nimmt mich gleich noch Wunder, Uli, wenn wir so ein paar Monate zurückgehen. Wir haben letztes Jahr keine Playoffs gehabt, pandemiebedingt. Dann war im Sommer doch auch recht ungewiss gewesen, auch von der Liga her, von den Clubs her, die Zukunft. Man hat sich dann doch dort und da auch ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben dann lange nicht gewusst, wie starten wir in der Saison, Zuschauer, Zeug und Sachen. All diese Probleme. Wenn wir es jetzt anschauen, dass wir doch Playoffs hatten, dass wir einen Großteil der Quali-Spiele können absolvieren können, was ziehst du für eine Bilanz? Also, dass wir die Saison geordnet über die Bühne bringen und zu Ende führen, das ist grossartig. Was ich höre, ist so, dass jeder Club es irgendwie gemanagt hat, wirtschaftlich, trotz dieser Schwierigkeiten, aus dieser Saison rauszukommen. Da haben ganz viele Leute einen Top-Job gemacht. Ich glaube, die Liga mit all diesen Verschiebungen und, war hart gewesen. Die politischen Diskussionen waren sehr hart gewesen. Und letztendlich hat die Hilfe der Politik auch der ein oder andere Club auch gerettet. Und da muss man wirklich ein höchstes Kompliment aussprechen. Schade war einfach ein bisschen, dass man mit diesen ganzen Reformgedanken, die ja auch im Ursprung schon Berechtigung haben, dass man sich Gedanken macht. Aber das war unglücklich kommuniziert und ist in einem sehr schlechten Moment emotional hochgekocht. Für mich war das eigentlich ein Negativtopfer in dieser Meisterschaft. Nicht, dass man über die Zukunft nachdenkt. Ich wollte nicht inhaltlich das hier gesagt haben. Aber die Art und Weise, wie das nachher ist ausgeschlachtet wurde und an die Öffentlichkeit gegangen ist, das war nicht gut gewesen. Und ähnlich wie Genf Servette, wenn man daraus lernt, wird man dann dort doch etwas besser. Das wird uns dann vielleicht noch die nächsten Monate im Sommer beschäftigen. Aber wie es der Tanner Richard gesagt hat, zuerst einmal schönen Sommer. Wir kommen wieder. Wir kommen definitiv wieder. Auch der Timo Helbling hoffentlich. Das war deine erste Saison gewesen. Wie hat es dir eigentlich gefallen? Ja, die zweite, ja. Zweite. Die zweite schon. Stimmt, ja, gut, die letzte. Anscheinend habe ich nicht so einen guten Eindruck gemacht. Bei all diesen Jahreszahlen. Dann, bei all diesen Jahreszahlen wird es immer schwieriger. Ja. Ich würde vorschlagen, wir haben zum Abschluss, wie jeden Abend bei uns auf MySports, noch das Bettmümpfeli. Ja, und da haben wir jetzt, glaube ich, keinen Clip, aber wir haben es ja mal kurz angetönt im Vorlauf. Wir haben da die super Minze, die der Thomas Walser angepflanzt hat in unserem Hochbett. Merci, die haben wir jetzt hier wirklich mal abgezwickt und die Steffi serviert uns. Danke vielmals. Was haben wir jetzt hier? Schöner Geipi. Ist doch ein Mojito. Dann würden wir nämlich auch noch anstoßen, oder? Auf welchem Gärtner müssen wir jetzt Merci sagen? Ja, da? Eben, Thomas Walser, das ist seine Walser, Winter. Merci vielmals. Auf Zug, oder? Auf den EV Zug, auf die Saison 2021 und auf das ganze Team von MySports. Danke vielmals für den Einsatz in der ganzen Saison. Machen Sie gut, schönen Sommer und geniessen den Sommer und bis nächste Saison. Viva. Toschio. Crunch time.